Nach Hamburg schalten wir jetzt zu meiner Kollegin Sika Dede-Puhlmann. Das antidiskriminatorische Lehren und Lernen. Du arbeitest in deinem Ansatz mit Podcast. Magst du uns erzählen, worum es da geht und was die Ziele sind des Ansatzes? Genau, also das Ziel des Podcast-Ansatzes ist vor allen Dingen, dass die Teilnehmenden ins Gespräch kommen über Rassismuskritik. Also in einem 3-Tages-Workshop werden in diesem Podcast-Ansatz werden erstmal Begrifflichkeiten, die problematisch sind, die vielleicht rassistisch konnotiert sind oder problematische koloniale Vergangenheit haben, werden erstmal beleuchtet und dann ist es, ja genau, dann ist Teil des Ansatzes, dass eben die Teilnehmenden sich auch selbst überlegen, welche Fragen sie sich gegenseitig stellen. Und dann am 3. Tag ist Aufnahmetag, also das heißt, in kleinen Gruppen werden die Teilnehmenden dann eben ihre Gespräche aufnehmen. Und Teil des Ansatzes ist auch, dass der Audioschnitt selbst von den Teilnehmenden durchgeführt wird. Und genau, also das Themenfeld ist Rassismuskritik. Und ja, das Besondere an diesem Ansatz ist, dass die Workshop-Teilnehmenden eben auch sehr viel lernen, nicht nur Interview, Gesprächsführung und Aufnehmen und Audioschnitt, sondern eben auch thematisch einsteigen in das Themenfeld Rassismuskritik. Genau, und was für den Ansatz benötigt wird, sind vor allen Dingen Aufnahmegeräte und Kopfhörer und eben auch die Software Audacity, die wir benutzen, weil sie relativ einfach zu handhaben ist. Und nochmal der Anschluss zum Archiv der Flucht. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit reinholen. Du hattest ja auch dann Videos, also Archiv der Flucht, Videos daraufhin untersucht oder ausgesucht, die sich auch mit diesem Thema befassen. Genau, also der Workshop startet mit einem Einstieg und einer Einführung in das Archiv der Flucht. Und die Teilnehmenden sind schon beim Anschauen der Videos dazu aufgefordert, sich genau anzuhören, welche Fragen in welcher Art und Weise gestellt werden. Und das soll sich auch dann ähneln mit den Fragen aus dem Podcast, nur dass eben noch tiefer in das Themenfeld Rassismuskritik eingestiegen wird, quasi. Ja, also eine intensive Auseinandersetzung auch mit den Geschichten der ProtagonistInnen aus dem Archiv der Flucht führt dann zu einer eigenen Auseinandersetzung. Sehr spannend fand ich Genau. auch, du hast ein Glossar noch als Handout dazu konzipiert oder zusammengestellt. Vielleicht noch ein Satz dazu, worum es sich da handelt. Genau, also um zu verhindern, dass eben die Teilnehmenden problematische Begriffe während der Aufnahmen reproduzieren, wird ein Glossar, was eben erstellt worden ist von mir, verteilt, was einfach erklärt und so ein bisschen die Hintergründe zu den einzelnen Wörtern verrät. Ja, vielen Dank, Sika, für ja, diese Einblicke in den umfangreichen Ansatz antidiskriminatorisches Lehren und Lernen mit Podcasts. Ein ganz ja, umfangreiches Workshop-Konzept von der Auseinandersetzung mit Podcasts, thematischen Podcasts, mit dem Archiv der Flucht bis hin zur eigenen Medienproduktion. Hat auch gut funktioniert, habe ich gehört. Einfach großartig. Vielen Dank.